Ja, jetzt geht's richtig los oder weiter geht's mit der Konferenz, mit der Wertschätzung Meisterenergien, aufgestiegene Meister. Und wir haben jetzt live dazu geschaltet die Ruth Panrock aus Österreich. Herzlich willkommen. Erste Mal, dass wir so in Kontakt miteinander sind. Freut uns sehr, du bist jetzt auch zu sehen. Und ja, du bist eingeladen worden, nehme ich an, ne? Von der Andrea. Andrea, ja. Genau. Und ja, freuen uns sehr, was dein Beitrag sein wird zu diesem Thema. Und ja, wenn du dich vielleicht erstmal einfach kurz vorstellen magst und dann schauen wir mal, was ja gerne zu dem Thema, dann lass uns richtig rein fließen in deine Weisheit. Also, herzliche Grüße mal aus Österreich. Und ich bin sehr erfreut, dass ich die Möglichkeit habe, die Aktrianer vorzustellen. Das ist ein Sternenvolk. Und dass ich euch erklären kann, wie ich arbeite mit ihnen und was sich daraus ergibt und welche Möglichkeiten dadurch entstehen. Also, mein Name ist Ruth Panrock. Ich bin in der Nähe von Wien beheimatet und ich habe auch ein Massageinstitut. Und hauptsächlich arbeite ich aber mit den Aktrianern zusammen. Die Aktrianer sind ein Sternenvolk, die reine Licht- und Liebesenergie aussenden. Ich weiß nicht, habt ihr Arcturus schon oder Aktrianer diesen Namen schon einmal gehört? Ja, klar. Ja, also es sind ganz hochentwickelte Lichtwesen und sie haben sich zur Aufgabe gemacht, die Menschheit in eine höhere Schwingung zu bringen. Und damit mehr Freude, mehr Licht in unsere Herzen kommen. Und Aktrianer sehen uns als unsere Brüder und Schwestern. Für sie ist die Liebe die Grundphilosophie und es schließt alle Formen von Negativität aus. Daher sind Angst, Schuld und trennende Gedanken nicht mehr in ihrem Bewusstsein. Die Aktrianer selber werden zu circa 800 Jahre alt und sie suchen sich den Zeitpunkt selbst aus, wenn sie in die nächste Ebene gehen. Sie kommunizieren telepathisch und sie manifestieren sich dadurch alles, was sie sich wünschen. Wenn wir jetzt in die nächste Ebene, in die nächste Dimension gehen, wird es dann für uns genauso sein. Darum ist es ganz wichtig, was wir denken, weil es wird sich sofort manifestieren. Und der Zeitpunkt ist sicher nicht mehr lange, bis dies sein wird. Ja, wo leben die Aktrianer? Sie haben einen Heimatplaneten, Arcturus. Und der ist 36 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er ist 25 mal so groß wie unsere Sonne und 100 mal so strahlend. Und Arcturus befindet sich beim großen Bärenwinter. Und im Frühsommer kann man ihn wunderbar sehen. Ja, soll ich euch ein bisschen was erzählen, was ich mit dieser Energie mache? Oder habt ihr Fragen oder Wünsche oder möchtet ihr diese Energie spüren? Ja, es ist wunderschön, die spüren wir die ganze Zeit, weil durch deine Stimme, dein Wesen, kommen diese Schwingungen schon rüber. Ich weiß, Ja. manchmal ist ein bisschen Unsicherheit, wenn man das zum ersten Mal vielleicht macht, aber wir genießen das voll. Fragen hätte ich viele, aber der Fluss, deiner selbst, ist die beste Bedingung für.
Ich wollte noch wissen, wie es vielleicht auf diesem Planeten aussieht, auf Arcturus. Das Interessante ist, Arcturus ist sehr verkarstet und trocken. Und die Arcturianer, die leben im, also in der, in dem Planeten drin, also in der, im, auf Arcturus drinnen, wie auch die Erde innen belebt ist. So sind auch die meisten Planeten innen bewohnt. Das wissen vielleicht die wenigsten. Und es gibt dann auch keine direkte Sonnenbestrahlung dort. Es gibt auch keine Nacht. Es ist etwas, das Licht ist etwas diffus. Und bei ihnen ist es so, sie erschaffen sich alles. Das heißt, wenn sie Lust haben auf ein Bad oder einen See, wo sie schwimmen können, dann wird sich das, werden sie sich gedanklich erschaffen. Wow. Ja, und wir kommen auch in diese, wir gehen auch in diese Richtung. Und es wird eine wunderbare Zukunft sein. Wenn wir dann auch wissen, wer wir wirklich sind. Ja, da möchte ich ein bisschen was erzählen, wie ich mit dieser arcturianischen Energie arbeite. Also ich arbeite mit Lichtenergie. Also sie haben uns gesagt, diese Energie wird in Zukunft wird nur so mehr gearbeitet, mit Lichtenergie. Ja? Und sie wirken dort, also sie haben uns eine Reinig- und Heilwesensluft gegeben, wo alte von sämtlichen Leben entfernt wird. Das heißt, es wird auch gleichzeitig unser Lichtkörper aufgebaut. Wir haben tausende Leben hinter uns gebracht und sämtliche Verletzungen, alles ist in unserer Aura gespeichert. Ja? Wir haben, werden sehr emotional, wir haben Situationen erlebt, die uns aus der Mitte gebracht haben. Wir haben uns gedanklich verschmutzt. All dies wird herausgenommen aus unserem System. Und damit arbeite ich mit Lichtenergie. Und seit 2005 wurden wir unterrichtet von den Arcturianern. Und ja, ich erkläre einmal, wie ich das mache. Also wenn ein Klient zu mir kommt, liegt er auf der Behandlungsliege. Und ich teste mal verschiedene Dinge aus, ob die Chakren sind. Und dann gehe ich mit Lichtenergie über den Körper. Und diese Energie muss ich so vorstellen, das ist wie ein Staubsauger. Der saugt wie ein Staubsauger alles aus der Aura raus, was herausgenommen werden darf. Da gehe ich ganz langsam drüber. Das mache ich beides gleichzeitig. Und dann lege ich diese Lichtkugel ins hinteren Kopf und gehe dann hinaus. Es ist dann ganz interessant, was meine Klienten dann alles wahrnehmen oder spüren. Und es kann eine Hitze sein, Kälte, ein Stechen, ein Ziehen, wie wenn Kohlensäure durch den Körper fließt, oder wie wenn ich in die Matratze hineingedrückt werde, oder manche bekommen Bilder. Es ist ganz verschieden. Oder manche sagen dann, ach, ich bin nach Hause gekommen. Und es rennen ja die Tränen runter, weil ihnen diese Energie so bekannt vorkommt. Sie ist einfach total schön. Es wird jede Behandlung anders. Es ist eine Abfolge von ca. 36 Behandlungen. Also da gibt es mal drei Reinigungen. Und also bevor man einsteigt, es gibt eine Behandlungsabfolge. Wird man abgecheckt, wo man steht, weil es müssen so viele Dinge aus unserem System herausgebracht werden, dass sich das niemals ausgehen würde mit 35, 36 Behandlungen. Und ja, habe ich den Faden verloren, macht aber nichts. Also es gibt dann drei Reinigungen, anschließend werden alte Muster, Glaubenssätze, die man immer noch mitgenommen hat von anderen Leben, herausgenommen, ja. Wow. Ja, das ist unbeschreiblich, was sich da tut. Dann gibt es, damit der ganze Körper durchlichtet, ja.
Das heißt, im Feinstofflichen ziehen wir die Meridiane und bringen Licht hinein und dadurch werden sämtliche Blockaden, wird sehr viel gelöst, ja. Und auch dieses Organ wird wieder in die ursprüngliche göttliche Schwingung gebracht, das vorgesehen ist, ja. Ein bisschen ja? Lauter, weil es ist ein bisschen manchmal anstrengend zu hören, ja. Okay. Ja. Ja. Und anschließend, dann sind wir dann richtig dort, wo wir hinkommen sollen, und zwar beim Emotionalkörper. Und unser Emotionalkörper, da arbeite ich dann schon in 50 cm vom Körper weg. Unser Emotionalkörper, der hat lauter Löcher und Risse von den vielen, vielen Verletzungen, die wir abbekommen haben, ja. Und diese Löcher und Risse werden geschlossen, und zwar mit verschiedenen Farben. Und das Genialste dann ist, das Windessenz sollte dann sein, egal was geschieht, du sollst in deiner Mitte bleiben und Ruhe und gelassen werden, ja. Und das wirkt sich wirklich ganz, ganz hervorragend aus. Kurzfristig, am Anfang kann es sein, dass noch alte Muster, alte Ängste, Trauer, alles, was ich nicht zugelassen habe, was ich in meinen Solarplexus hineingedrückt habe, ja, das kommt kurzfristig hoch und will befreit werden. Das sind so circa 10 Behandlungen, da sind die meisten Verletzungen drinnen. Und dann gibt es zum Beispiel noch den Mentalkörper. Man muss sich vorstellen, wir haben so an die tausende Leben hinter uns und alles ist gespeichert. Wir haben einen Speicher. Das sind alle Gedanken, alles, was wir gedacht haben, alles ist noch online. Und die werden mit 3 Behandlungen gelehrt. Und im Mentalkörper ist es ja so, dass die meisten Verschmutzungen drinnen sind. Energetisch gesehen, ja. Und anschließend gibt es dann 4 Akupunkturarten. Da werden Blockaden gelöst. Ja, und dann zum Schluss ist der Spirituelle-Körper, da arbeite ich dann schon in 1 Meter Höhe. Du wirst bei jeder Behandlung energetisch angehoben. Und je höher du schwingst, je höher du eine Behandlung bekommst, du wirst immer angehoben. Und je höher du schwingst, desto ein höheres Bewusstsein bekommst du. Und bei der letzten Behandlung wird es so quasi verankert. Du kannst von der Schwingung nicht mehr so leicht runterfallen. Ja? Du hast immer, also die Behandlungen sollten so sein, dass man einmal in der Woche eine Behandlung bekommt. Du kannst immer nur eine Woche die Energie halten. Darum wäre es sinnvoll, dass man dieses durchzieht. Und dann bei der letzten Behandlung ist eine quasi eine Verankerung, dass die Energie gehalten wird. Schön. Gleichzeitig wird auch der Lichtkörper aufgebaut, den wir ganz dringend benötigen, ja, für unseren Aufstieg. Mhm. Jesus hat zum Beispiel einen Lichtkörper gehabt von 36 Meter. Und dadurch hat er so viele Menschen auch angezogen. Mhm. Ja. Ich möchte euch etwas fragen. Hat irgendeine Frage dazu? Ist das unklar? Möchtet ihr noch was wissen? Ja, natürlich wichtig ist für viele, na erstmal, einen großen Lichtkörper bekommen wir auch, weil wir jetzt sind wir mit Österreich, Leipzig, München verbunden. Das heißt, durch diese Live-Sendungen kann sich unser Lichtkörper, weil Entfernung da ist, auch ausweiten. Ne? Ja, ja. Und die zweite Sache natürlich, was viele sich fragen, okay, diese Energien, diese Kontakte, wie bist du darauf gekommen? Weil im Grunde genommen die Natur, die Tiere, die Steine, die haben alle diese Kontakte. Für uns ist manchmal ungewöhnlich. Ne? Und doch, du hast dich verbunden und du bekommst Informationen. Wie bist du dazu gekommen? Also es war ein Zufall. Ich habe eine Freundin, die wollte von ihrem Geistführer etwas wissen. Sie hatte mich gefragt, ach, ich würde gerne das wissen, aber wenn du selbst am Medium bist, möchtest, ist es etwas schwierig, wenn du über dich selbst etwas wissen möchtest. Und da ist sie zu einem anderen Medium gegangen und wollte die Fragen stellen. Und da haben sich die Arcturianer gemeldet, also Lord Arcturus. Und sie haben mir alle Antworten, alles beantwortet, was sie wissen wollte. Und dann
Ja, und dann haben sie gesagt, es warten noch große Aufgaben auf sie. Ja, und dann war es so, sie erzählt mir das. Und dann haben wir selbst den Kontakt hergestellt. Das hat auch sofort funktioniert. Ich habe dann aus Kupfer eine Pyramide gemacht, das Kupferrohr, aus der heiligen Geometrie. Und da haben wir uns hineingesetzt, Rücken an Rücken, und haben halt so den ersten Kontakt gehabt. Und es war ganz interessant, weil es einfach sofort funktioniert hat. Und sie haben einfach gesagt, wir sollen einfach Fragen stellen und aus einer höheren Sichtweise werden sie das beantworten. Und das war im Juni 2004, glaube ich, war das. Und wir haben dann jede Woche, haben uns andere Fragen ausgedacht und haben wir uns mit ihnen verbunden. Und das ist so ein halbes Jahr gegangen. Und im Dezember haben sie uns 2004, haben sie uns dann gefragt, sie würden uns gerne ein Reinig- und Heilsystem durchgeben, wo alles Alte von sämtlichen Leben entfernt wird. Und das ist wirklich eine Gnade, dass wir das. Und im Jänner haben sie angefangen, uns durchzugeben, wie wir das machen sollen. Das heißt, das Audio ist ein bisschen anstrengend, aber ist okay. Das heißt, es ist einfach geschehen, du hast auf dich gehört, du hast erlaubt, dass diese innere Kommunikation geschieht. Ich denke, das geschieht an viele Leute, aber viele überhören das. Ne? Und du hast einfach gesagt, ja, ich höre auf mich. Deswegen nennen wir Intuition den Beginn so eine Karriere. Und dieses auf sich hören, ist das deine Leistung, dass du weitergemacht hast? Ja, es war sehr, also wir haben das zu zweit gemacht. Man kann sich nämlich nicht vorstellen, welche Arbeit dahinter steht, bis so etwas einmal steht. Habe ich nicht verstanden, was du sagst? Dass viel Arbeit dahinter steht. Ja, klar. Dass das einmal fertig steht, ja? Ja. Ja, wem sagst du das? Aber es ist natürlich lieber so, als das ganze Leben zu verpassen. Ne? Natürlich. Jetzt diese Verbindungen. Also ich sage immer, wer seine Meisterschaft lebt, wird jünger, gesunder, schöner und so weiter. Genau. Und das stimmt, ne? Ja. Also die Auswirkungen von diesen Behandlungen sind die Akzeptierung der Selbstheilungskräfte, dann Befreiung von körperlichen und energetischen Blockaden, dann Gefühlsstabilität, dann Gelassenheit und Ruhe. Und es ist einfach herrlich, ja. Dann Schwingungserhöhung, also der Energielevel ist höher. Dann bringt es die Behandlung an wichtige Zellen, dann Aufbau des Lichtkörpers, und mehr Lebensfreude, Gesundheit, was ich noch sagen kann, tiefen, erholsamen Schlaf. Und alte Denkungsweise verlieren ihre Wirkung. Dann Ablegen von Bewertungen und Bewusstseinserweiterung. Mhm. Also man kann sicher sein, man verändert das Bewusstsein komplett. Und man wird oft angesprochen, hey, was ist mit dir los? Du veränderst dich so, du strahlst so, du gibst so eine Freude, eine Leichtigkeit ab. Und das ist total schön. Schön. Ja, vielen Dank. Jeder, die Aktuarianer, also man kann mit den Aktuarianern wunderbar in Kommunikation kommen. Entweder in der Meditation. Man ruft sie einfach. Gedanken. Und sie sind da. Das ist für mich eine wunderbare Weise, dass in so kurzer Zeit, ich rufe sie und sie sind da und sind anwesend. Das könnt ihr auch einmal ausprobieren. Versucht das einmal. Ja, vielen Dank. Wir können das gerne auch eine ganze Serie online machen oder intern online. Ja. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit. Ja, gerne. Ja, wir spüren, Ruth Banrock, vielen Dank. Wir spüren deine Energie, also hier hast du natürlich das beste Publikum der Welt, die Stille spürst du und die Resonanz auch, wie das auch
das, was du gesagt hast, so wie ein Resonanzfeld findet, so wie Lautsprecher oder Antennen, die das einfach auch weitertragen. Mhm. Und eben gerne, dass wir weitere machen, das besprechen wir dann gemeinsam. Ne? Sehr gerne. Mhm. Vielen, vielen Dank, Ruth. Ich möchte mich auch recht herzlich bedanken, dass ich die Möglichkeit gehabt habe. Und ich schicke euch jetzt mal eine aktrianische Liebesenergie rüber, ja? Okay. Juhu! Dankeschön für deine Energie. Bitte. Tschüss. Bitte. Tschüss. Bitte. Tschüss. Ciao. Ciao. Wow, eben das Audio war ein bisschen schwierig, aber werden wir dann. Wie heißen die Adriano? Nee, Arcturiano. Arcturiano. Ich habe auch Adriano verstanden. Ja. Das ist mein Bruder Adriano. Ja, das ist oft hier und da, aber eben, das, es ist so viel Reichtum, so viele Möglichkeiten. Okay, in 10 Minuten geht es weiter mit der Vollmondmeditation. Das ist auch schön. Mit Ingrid Inahara Rosenmeier. Bis in 10 Minuten. Tschüss. Und zwischendurch immer ein Lied. Kann ich leider nicht anders, kann ich nicht anders vorbereiten. Ciao. Tschüss.